Servus, grüß Ihnen, hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Krypto-Update. Heute ist der 7.8.2021 und heute geht es um Bitcoin und um Ethereum. Sorry, wenn ich mich ein bisschen gehasst anhört oder so ein bisschen gestresst. Ich habe ein neues Set bekommen, das heißt neue Rechner, neue Bildschirm, professionelles Mikrofon. Und die ganze Zeit hat das Scheißding gestockt. Der ganze Rechner hat immer alle 2-3 Sekunden gestockt. Das hat sich so beschissen angehört dann, klar, weil das einen Aussetzer gab, ja. Und ich habe nicht gewusst, wo es herkam. Dann habe ich die Arbeitsspeicher rausgemacht. Also ich habe jetzt 2 drin. Da habe ich jeweils eins rausgemacht, umgesteckt und es hat immer noch nicht funktioniert. Und ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gefunden. Ich habe jetzt bei dem Mikrofon, habe ich jetzt in ein anderes USB-Slot reingesteckt und jetzt scheint es hoffentlich zu funktionieren. Ich hoffe es, so strich ich durch. Ich habe stundenlang davor geguckt. Gut, das zum Einstieg und bis gleich, bleibt dran. Bevor wir anfangen, ihr könnt mal jemanden einen Kommentar hinterlassen, ob jetzt meine Stimme oder allgemein der Klang jetzt besser ist, weil viele sagen, ja, von einem Handy war der Klang viel besser als über den Laptop, obwohl ich das über das Handy sehr, sehr selten mache. Jetzt habe ich ja ein neues Gerät und hoffe, dass es jetzt besser ist. Also ich finde, es hört sich viel besser an, aber ja gut, ihr könnt mal euer Feedback unten in die Kommentarleiste schreiben. So, hier bei Bitcoin, ja, ich bin jetzt gleich mal bei den CPRs. Also bei den Pivots. Und ich habe ja im letzten Video gesagt, dass wenn er hier drüber kommt, das heißt über dieses Weekly CPR bzw. über das Monthly CPR, dann ist es für mich eine kleine Long. Ja? Und wenn man jetzt, wo bist du? Ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, an den großen Bildschirm. Wenn man hier jetzt eingestiegen ist und hat alles mitgenommen, dann hat man etwa 12,5% jetzt maximal mitnehmen können. Erst einmal Glückwunsch an die, wo das gemacht haben. Geile Sache. Jetzt wechseln wir ganz kurz den Chart und hier sehen wir, warum wir, also es gibt 2 Gründe. Ja. Einmal hier das Bullish Pennant und da zeige ich euch mal was in der Akademie. Wenn ihr Interesse an der Akademie habt, unten in der Beschreibung ist der Telegram-Link, da könnt ihr Join und mich oder Kevin einfach anschreiben. Ich habe gestern um 4 Uhr, also um 16 Uhr geschrieben, mögliches Bullish Pennant. Wenn das explodiert, dann geht es eine Etage höher. Ja, so, und dass ihr seht, wie das aussieht, da war er noch drin. Das war mein Target. Also das ist das 100% Target von diesem möglichen Bullish Pennant. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Richtig raus und hat perfekt, aber wirklich perfekt hier das Target erreicht. Ich sagte ja, man kann hier rein. Ja, wenn der über diesen 2 CBRs ist, das war etwa bei 39.600. Guck mal, wo das hier war. Ja, oh, da hättet ihr so ziemlich früh sogar einsteigen können. Hier, ja, 39.600. So, ihr wärt eigentlich schon vor dem Bullish Pennant schon eingestiegen, also hätte man einsteigen können. Und hier war natürlich noch eine Möglichkeit, deswegen habe ich das bei der Akademie gepostet, dass man hier einsteigen könnte, wenn ihr hier drüber geht. Ja, und hier, das ist ja das Große, das ist für mich ein großes Breakout, weil er über diese rote Linie gegangen ist. Ja, so, und ich sage, das ist auf jeden Fall nochmal eine Long-Möglichkeit. Hier hätte man long gehen können. Ich sagte, hier kann man mit Profite nehmen. Wenn man drüber geht, kann man wieder vergrößern. So. Und das ist natürlich passiert. Ja. Ich habe richtig fett Kohle gemacht. Ich hoffe, ihr auch. Glückwunsch an die, wo mitgegangen sind. So. Und jetzt natürlich frage ich jetzt wahrscheinlich welche. Ja,
kann ich jetzt noch einsteigen? Und ich sage euch, es gibt noch eine Möglichkeit, dass man einsteigen kann. Denn, da gehen wir wieder zu den Pivots zurück. Im Moment, wie gesagt, wir haben erst Samstag, im Moment ist das Weekly Pivot hier bei etwa ja, 42.000 in etwa. So, das heißt, dieses Level wird er zu über 90% anfahren. Hier, dieses Level. Jetzt gucken wir mal hin, wo hier die 42.000 sind. Und das könnte hier in diesem Bereich nur mal einen V-Test geben. Von könnte. Hat es jetzt eben gestockt? Ich hoffe es nicht. So, ja, hier wäre nochmal ein V-Test möglich, wenn er runter geht. Ja, wenn er runter geht. So, das ist auf jeden Fall ein Breakout. Leider muss man dazu sagen, mit eher wenig Volumen. Ja, deswegen sollte man aufpassen, wenn ihr schon da unten eingestiegen seid oder hier eingestiegen seid. Ja, ich persönlich würde da auf jeden Fall schon Profite nehmen oder beziehungsweise gut hier vielleicht schon ein bisschen nehmen und einen Stop-Loss auf Einstieg, weil das Volumen ist wirklich eher mau. Ja, dann würde ich lieber dann noch warten in der Runde, gucken, er wird dann ausgestoppt, dann gucken, was er hier macht, nicht, dass das hier wirklich vielleicht ein Fake-Out war, weil ja, das Volumen ist halt wirklich nicht so der Hammer, ja. Also jetzt beim Breakout hier hat es zwar ja, gut, ein bisschen was, ein bisschen ein kleines Spike gegeben hier, aber danach ging es, wie ihr seht, ging es dann runter. Man muss halt aufpassen, ja, das ist natürlich klar. Nichtsdestotrotz gibt es noch eine Möglichkeit einzusteigen, das habe ich euch ja eben gesagt. So, und was sind natürlich jetzt meine größeren Targets? Dazu gehe ich mal zu meinen Tierchen. So, hier sind wir bei einem möglichen Bullish Gartley oder Bullish Bet. Das unterscheidet sich im Prinzip bloß hier von der D, ja, wo man hinkommen könnte. Das wäre jetzt ein Bullish Bet. Und bei einem 0786er Fibonacci wäre es ein Bullish Gartley. So, und ihr seht jetzt, wo wir jetzt gerade hingehen. Das nächste Ziel, ja, das heißt theoretisch, ist das hier die 46, also knapp 47.000 wäre das nächste Ziel jetzt insgesamt. Und theoretisch könnte er jetzt hier umdrehen und hier seine D suchen. Ich sage nur theoretisch, ja. Weil das Bullish Gartley oder das Bullish Bet ist die C ausgeprägt zwischen 0382er und dem 0886er. Ja. Ich persönlich denke, ja, die ganze Zeit schon, das war zwischen 43 und 55.000 hier gehen, hochgehen. Also ist hier eigentlich die Möglichkeit, bringt euch mal bitte das Golden Pocket ein hier bei 51k, 50, 51 bis 55k zum Diamond Pocket und ich sag mal, realistisch sind so die 57,5, maximal 61,1, ja, in etwa. So, das wäre so das Maximum, was ich sehe, wenn er dieses Bullish Bet oder Bullish Gartley ausspielen möchte. Ja, und ihr wisst, dass ich gehe immer noch davon aus, auch wenn es keiner glaubt, dass wir hier auf zwischen 10 und 17k auf jeden Fall runtergehen. Warum 17k? Das wäre dann das Bullish Gartley beim, ja genau, beim 870 6er. Das ist etwa 17.000, ja. Was macht er jetzt? Neuer PC, alles Shit. Ja, sorry. Es gibt immer noch ein bisschen Probleme. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Und ich werde es auch nicht rausschneiden. Also, das mache ich auf jeden Fall nicht. So, hier sind wir bei den MAs und EMAs. Sind bei mir ein bisschen gemischt. Ich nehme beide jetzt seit ein paar Wochen einfach zusammen rein, weil ich denke, die sind beide sehr, sehr signifikant. Und hier sind wir im Weekly und im Moment ist er an der MA21 im Moment und sollte der jetzt natürlich durchschießen, dann wäre natürlich bis da oben hin alles möglich. Gehen wir mal zu den Daily EMAs und MAs und da sieht man, hier hat er noch die 200er MA vor sich und ich denke, wenn dieser Bereich hier überwunden wird, dann wären hier wirklich bis zu 50, sogar 55.000 Dollar erst einmal drin, meiner Meinung nach. Und ja, das würde dann unser Tierchen dann
weiter vervollständigen. So, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben hier, war die Möglichkeit, long zu gehen. Dann war natürlich die Möglichkeit, ja, wo bist du? Das war hier eine Long-Möglichkeit. Es könnte sein, dass es hier nochmal einen Retest gibt. Das liegt natürlich, wie ich schon sagte, hier an dem möglichen Weekly Pivot, wo er zu über 90% anfahrt. Müssen wir natürlich noch abwarten. Wir haben noch den Samstag und den Sonntag, logischerweise. Und ja, zu Bitcoin sei jetzt alles gesagt. Ja. Und wie gesagt, nochmal Glückwunsch an alle, wo richtig fett Kohle mitgenommen haben. Jetzt gehen wir zu Ethereum ganz kurz. So, hier sind wir bei Ethereum. Auch nur ganz kurz. Ich sagte, beziehungsweise ich habe es angedeutet, dass hier auf jeden Fall starker Support ist hier, dass es sehr signifikante Trennlinien bei mir sind. Und hier war auf jeden Fall noch meine Einstiegsmöglichkeit, wer das rausgehört hat. Ja? Ich habe es natürlich nicht explizit gesagt, aber man hat es auch raushören können. Wer hier eingestiegen ist, hat hier knapp 22,5% bis jetzt maximal mitnehmen können. Und man hat auch hier gesehen, dass er das 100% Ziel dieses doppelten Bodens hier, die Neckline war in weiß, dass er die auch überschritten hat. Und die 3000 Dollar, wie ich im letzten Video sagte, dass er das Potenzial hat, hat er natürlich jetzt auch erreicht. So, und jetzt werden mich einige fragen, ja, gibt es vielleicht hier noch eine Möglichkeit, eine Long zu eröffnen oder eine Short zu eröffnen? Also mit einer Short wäre ich im Moment ein bisschen vorsichtig, weil ja erst die Richtung auch von Bitcoin erstmal ausgelotet werden muss. Aber was ich persönlich favorisieren würde, wenn man hier schon Long war, ja, oder ist, wäre hier die Möglichkeit, wenn er hier mit 2 4-Stunden-Candles drüber ist, hier eine Long zu eröffnen, mit einem engen Stop-Loss hier vielleicht hoch zu traden in diese Zone, in die 3500, ja, 3550 oder 3530, genau, in die Zone, ja. Das wäre so das Einzige, was man anbieten könnte. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da, teilt es mit Freunden und Bekannten, abonniert den Kanal und aktiviert hier die kleine Glocke, wo dann da ist, wenn ihr hier auf Abonnieren drückt. Des Weiteren könnt ihr uns unterstützen, indem ihr euch über Femex anmeldet, eine Börse, wo ich auch Tour trade. Im Moment gibt es bis zu 1100 Dollar Bonus. Und hier habt ihr die Telegram-Gruppe, wo ihr joinen könnt, wo ihr auch euch auch über die Bullverse Bears Akademie informieren könnt, bei Kevin oder bei mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es ein bisschen Probleme gab heute. Ich hoffe, das nächste Mal wird es besser. Seid mir nicht böse. Ich wünsche schon einen schönen Samstag und viele, viele Gewinne für uns alle. Und ja, euer Krypto Dennis von der Bullverse Bears Academy. Ciao.